Die flammende Brücke, der Augenblick von. Mhm. Ja, hier ist der Götterhammer wirklich gerade da. Au. Ja, bitte laden. Das war nämlich ein unschöner Bumm. Der hat mir zwei Wunden eingebracht. Warum auch immer hier noch Fallen aktiv sind. Edwin. Okay. Hm? Happily. Mach das mal weg, danke. I'm here. Okay, da ist der nächste Teil seiner Seele. Ein zersplittertes Fragment von Whitewinds Seele hängt an diesem Ort und gedenkt für immer einer Erinnerung von Schuld und Scham zerfressen. Die Seele lesen. Du hast deine Sichel über ein dünnes Beet Vorlast gezogen. Die Ernte würde mager sein, aber das war wenigstens eine geteilte Last, die niemand in Viserys alleine schultern musste. Weil wir nachahmen. Gepriesen sei Gaun für alles, was wir haben, auch wenn es nicht viel ist. Weit wenn nachahmen. Etwas Ringen würde gut zu all dem Sonnenschein passen, Iotas. Danke voraus. Sag nichts. Ich sag mal nichts. Warum die Luft für ein Gebet verschwenden, wenn du weißt, dass es keine Antwort gibt? Du hast die Sonnenuhr unter dem Hemd vorgezogen, aber das Licht war mittlerweile zu schwach, um die Stunden abzulesen. Iotas nachsprechen. Weitwin. Du bist zusammengezuckt, als das Läuten einer Glocke von einer fernen Quelle ertönte. Ein Gefühl der Wärme breitet sich in deinem Rücken aus. Weitwin nachsprechen. Wer ist da? Das Tageslicht erblüht zum Leben und explodiert in unzähligen Farben, die den Himmel erfüllten. Du hast dich umgedreht, um es zu sehen, und dabei deine Augen geschützt, bis du merktest, dass es nicht wehtat, in dieses helle Licht zu blicken. Eine leuchtende Gestalt stand vor dir. Iotas nachsprechen. Dankst du mir immer noch für die Morgendämmerung und die Ernte, Whitewind? Du bist auf deine Knie gefallen. Du fühlst dich nackt im Angesicht vor Iotas Licht. Jedes in Hass gesprochene Wort, jedes Mal, wenn du als Erster zugeschlagen hast, jedes Mal, wenn du der Dämmerung den Rücken zugekehrt hast, all dies oblag allein seinem Urteil. Weit wenn nachsprechen, vergib mir, Herr. Weit wenn nachahmen, ich werde nicht um Gnade flehen. Tu, wofür du gekommen bist, sag nichts. Nehmen wir mal die Eins, also wir versuchen es mal 1:1 nachzumachen. Die leuchtende Gestalt flimmerte auf eine Art und Weise, die dich sofort an eine flackernde Kerze und ein Kichern erinnerte. Iotas nachsprechen. Glaubst du etwa, ich bin hier, um dich zu rügen und in die See zu werfen? Nein, ich würde dich zurückholen zur Wärme für eine höhere Berufung. Er wusste es. Plötzlich fühlst du dich wieder wie damals als Kind, verletzlich und alleine in der Gegenwart einer dich überragenden und allmächtigen Gestalt. Iotas nachsprechen. Fürchte dich nicht, denn du bist vor allen anderen auserwählt. Du wirst das Licht sein, das die Wiedergeburt eines Reiches bringen wird. Ein Königreich, für dich war das nur Geschwätz, aber Iotas hat vermutlich etwas gewusst, das du nicht wusstest. Natürlich hat er das. Seine Worte erfüllen dich mit einer Wärme und Zuversicht, wie du sie noch nie zuvor gespürt hattest. Weit wenn nachsprechen, wo fangen wir an? Wenn wir das tun als Partner, es nachahmen? Oder nachhaben, nur weil ich das hier akzeptiere, heißt das nicht, dass ich nicht böse auf dich bin. Nehmen wir mal die Eins, wo fangen wir an? Er sagt dir, dass es wie die meisten Geschichten beginnt, mit einem Anfang. Die Sichel fiel mit einem Klappern zu Boden, als eine Hand über eine große Entfernung hinweg deine Stirn berührte. Ein Licht legte sich über dein Blickfeld. Viel später bist du als neuer Mann erwacht. Was hast du da drin eigentlich gesehen? Ja, Whitewind hat dieses Schicksal selbst ausgewählt. Er und Iotas teilten eine Verbindung. I suppose that's better than Aethys forcing it on him. I always wondered about that. A lot of folks did.
Ich vermute, das ist besser, als wenn Eotos es ihm aufgezwungen hätte. Ich habe mich das immer gefragt. Viele Leute haben das. So, das war wieder ein Teil. Hier kann ich nirgendwo mehr hin. Dann gehen wir wieder zur Morgendämmerung, also zum Augenblick davor zurück. Weil nur da können wir uns frei bewegen oder einigermaßen frei bewegen. So, wir können immer noch nichts mit der Bombe anfangen, oder? Ja, die Hitze der Bombe bereitet sich aus. Du hast das, du hast bereits das Fragment von Whitefield aus dem Detonator befreit. Hier gibt es für dich nichts mehr zu tun. Ja gut, das war das Fragment. Das heißt, wir gehen wieder hoch. Gucken uns erst das hintere Licht an, zur Mittagsstunde. Ja, dieser Moment, den kann man wirklich als das Ende aller Dinge betrachten. So, hier geht nämlich die Bombe hoch. Ich habe doch gerade zum Mittag gedreht, oder nicht? Aber hier war ich doch schon. Indeed. Ja, mit Richtung Mittag bitte. Habe ich mich verklickt? Oder gibt es an der Stelle keinen Mittag? Ja, die Brücke in Flammen, der Augenblick von. What's over there? Geralt. Alone. Schlurfende Seelen. This one thinks they're clever. Yeah. Not sure I can. Du buffen, du buffen. Du buffst auch. Wo hatte ich eigentlich die, habe ich eigentlich die Verletzung hier? Eine schlimme Verbrennung, gar nicht gut. Und verstauchte Knie, naja, okay, das geht noch einigermaßen. So, beschwör doch mal was. Ah, da lass eine Säule auf sie niederknallen. Würde ich am liebsten den Meteoritenschauer benutzen, aber. Au. So, jetzt noch den letzten bitte wegmachen. Gut. Oh. Of course. Well. Oh, die Falle ist wieder aktiv. Happily. Die Falle ist entschärft. Gut. Hier sind wieder geheime Sachen. Oh. Ein Seelensammler, brennender Bogenschütze, alles Mögliche. Oh.
Moe. This is futile. Fenrir totstellen. This thing isn't doing the job. Eigentlich müsste ja zuerst der Seelensammler weg, aber das nervt auch ein bisschen. Okay, so, die ist umgefallen. Das ist nicht gut. Stand together. Okay, Fenrir wieder totstellen. Idea, du heilst dich sicherheitshalber mal. So, der ist weg, Gott sei Dank. So, der ist auch weg. Something I can do? Yeah, right away. Of course. Okay, das ist das Licht, was hier runterfällt. Ach, ich kann hier den Turm betreten und hier hoch. Wow, da bin ich gerade so an der Falle vorbei. Also ja, erstmal den Turm hier hoch. Kann ich hier was mit Weitwind anfangen? Die Explosion des Götterhammers hat Weitwinds Körper in zwei gerissen. Es geschah es so schnell, dass sein Gesicht immer noch den besorgten Ausdruck trägt, den es im Moment vor der Explosion hatte. In seinem gebrochenen Zustand kann ihm nicht mehr geholfen werden. Versuchen ein Fragment von Weitwinds Seele wiederherzustellen. Weitwind reagiert nicht. Zu diesem Zeitpunkt wurde seine Seele zerschmettert. Er kann nur wieder vervollständigt werden, wenn sein Körper intakt ist. Okay, das heißt, wir gehen zurück zur Morgendämmerung. Und holen uns das letzte Teil. Ja, der Augenblick davor. Weitwind steht in dem Augenblick vor der Katastrophe festgefroren da. Ein letzter Aufruf zur Ergebung immer noch auf seinen Lippen. Ja, versuchen ein Fragment von Weitwinds Seele wiederherzustellen. Das Wasser so kalt. Ich glaube heute noch, dass Vater versucht hat, mich zu ertränken. Wenn mein Glaube nicht wahrhaftig war, dann war ich nicht würdig, sein Sohn zu sein. Weitwinds Seele fühlt sich lebendiger und munterer an, aber sie ist nicht ganz vollständig. Daneben muss es noch weitere Seelenessenz zu finden geben. Okay. Ich hole dich hier raus. Du bist ein Heiliger, wenn du überhaupt nur so etwas denkst. Whatever happened here scattered me in body and mind. I can't leave while I'm shattered. Was auch immer hier passiert ist, hat meinen Körper und Geist verstreut. Ich kann nicht gehen, solange ich nicht ganz bin. Gather enough of the pieces and maybe I'll be strong enough to be some help. Sammle genug von den Stücken ein und vielleicht bin ich stark genug, um zu helfen. Ja,